Hallo und herzlich willkommen auf Yorelda.de. Schauen uns nun an, wie man einen Bruch in eine Dezimalzahl umrechnet, also in eine Kommazahl. Die Vorgehensweise ist die folgende. Wenn man normal irgendeinen Bruch hat, versucht man erstmal zu erweitern auf einen Zehnerbruch. Ein Zehnerbruch heißt, dass im Nenner 10, 100, 1000, 10.000 und so weiter irgendetwas eine Potenz von 10 steht. Das heißt, erster Schritt, erweitern auf einen Zehnerbruch. Wenn man das gemacht hat, dann zählt man, wie viele Nullen der Nenner hat. Genau dann kann man nämlich herausfinden, zum Beispiel bei 100 hat er 2 Nullen, das heißt, es hat 2 Nachkommastellen in der Dezimalzahl. Wenn man das hat, dann versucht man diese Dezimalzahl zu schreiben, nämlich rechtsbündig, so dass man dann abzählen kann, wie viele Stellen nach dem Komma sind. Also Zähler rechtsbündig. Als Dezimalzahl schreiben. Machen wir uns das Ganze in einem Beispiel klar. Nehmen wir den Bruch 9 Zehntel. Erster Schritt auf einen Zehnerbruch erweitern können wir uns ja schenken. Das ist nämlich schon ein Zehnerbruch. Im Nenner steht nämlich direkt die 10. Dann zählen wir, wie viele Nullen hat der Nenner. Ja, das ist genau eine. Das heißt, unsere Dezimalzahl hat genau eine Nachkommastelle. Und als letztes überprüfe ich, ja, schreibe ich das rechtsbündig. 0,9. Zum Beispiel, und dann sehe ich hier eine Nachkommastelle, das heißt, es muss 0,9 heißen. Das nächste Beispiel wäre zum Beispiel, wenn wir uns ein Halb anschauen. Hier müssen wir erweitern für einen Zehnerbruch. Wie kommen wir von 2 auf einen Zehnerbruch? Ja, wir erweitern mit 5. Das heißt, wir haben hier 5 Zehntel. Dann kann ich wieder sagen, wie viele Nullen hat der Nenner. Das ist auch wiederum eine. Und dann sehe ich ganz genau die 5, eine Nachkommastelle, also 0,5. Nächstes Beispiel 5 Hundertstel. Auch hier können wir uns das erweitert sparen. Wir haben schon einen Zehnerbruch, nämlich Hundertstel in diesem Fall. Wie viele Nullen? Das sind in diesem Fall 2. Das heißt, wir haben 2 Nachkommastellen. Das heißt, ich schreibe die 5 rechtsbündig, ganz rechts. Eine Nachkommastelle, 2 Nachkommastellen. Also haben wir 0,05. Letztes Beispiel, ein Viertel. Nun, ein Viertel, das können wir nicht auf 10 erweitern, aber wir wollen ja einen Zehnerbruch haben. Das heißt, wir müssen hier erweitern auf 100, das funktioniert, nämlich 25. 4 mal 25 ergibt 100, 1 mal 25 ist 25. 25 Hundertstel. Wir wissen, denn der Nenner hat 2 Nullen, also gibt es 2 Nachkommastellen. Das heißt, wenn hier eine Nachkommastelle, 2 Nachkommastellen. Also 0,25 ist die Lösung. Nun gibt es auch noch kompliziertere Brüche, die man nicht so einfach auf 10, auf 100 oder auf 1000 bringen kann. In diesem Fall muss man schriftlich dividieren. Also zum Beispiel, wenn da steht 1 Drittel, dann schreibe ich 1 geteilt durch 3 und mache die schriftliche Division. Dankeschön.